In diesem Video spreche ich über Media Queries. Media Queries sind eine Möglichkeit, wie du eine Website responsive machst. Und responsive, das ist ein schwieriger Begriff. Es gibt Leute, die unterscheiden zwischen liquid und responsive und anderen Dingen. Das kannst du recherchieren. Du wirst hier verschiedene Antworten finden. Ich finde das unscharf und in der Praxis ist nicht immer ganz klar, was hier gemeint ist. Ich meine mit responsive, dass eine Website je nach Kontext und vielleicht nach Endgerät verändert, dass eine Website reaktiv wird auf bestimmte Umgebungsvariablen. Und hier als Beispiel könnte ich sagen, wird die Website auf einem Printer ausgegeben oder wird sie an einem Screen ausgegeben? Je nachdem können andere Regeln gelten. Oder, und um das geht es in dieser Lerneinheit besonders, das ist die Frage, wie groß der Viewport ist, beziehungsweise wie breit. Also sind wir auf einem großen Bildschirm und haben Platz oder hat die Userin das Fenster etwas schmaler eingestellt oder befinden wir uns vielleicht sogar auf einem Smartphone. Und je nachdem, auf was für einem Gerät oder unter welchen Umständen eine Website konsumiert wird, ist es möglich, im Stylesheet bestimmte Einstellungen zu justieren, so dass das gut aussieht, dass es gut lesbar ist. Ich habe hier einen Artikel geöffnet bei Mozilla Developer Network. Ich würde dir sehr empfehlen, das zu lesen. Du musst nicht das Ganze lesen, du kannst es überfliegen. Es ist ein Nachschlageartikel und es ist wirklich nicht nötig, das komplett zu lesen, aber es ist gut, wenn du weißt, wo das du nachschauen musst und wenn du mal einen Eindruck darüber erhältst, um was es hier eigentlich geht. Abgesehen von dem, was ich natürlich erzähle. Und so der Nutzen, abgesehen von diesen Erklärungen hier, ist auch, dass du copy-pasten kannst, wenn du dich nicht mehr erinnerst, wie das jetzt genau geht. Hier gibt es gleich zu Beginn eines der wichtigsten Beispiele und das ist eine Media Query für den Druck. Und da geht es um die Frage, ob eine Website an einem Printer ausgegeben wird und dafür kannst du dann unterschiedliche Regeln angeben, die nur bei Print gelten, aber nicht am Monitor. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, Dinge abzufragen. Zum Beispiel ist es möglich, das Seitenverhältnis abzufragen. Also ist das Fenster so eingestellt, dass es höher ist als breit oder umgekehrt. Es ist möglich, die Orientierung eines Geräts abzufragen, also ob ein Smartphone seitlich gehalten wird oder vertikal. Und für uns wichtig, es ist vor allem nützlich, dass wir abfragen können, wie breit das der Viewport ist. Das ist das, was wir jetzt tun werden. Aber ganz zu Beginn kopiere ich mal das und dann wechsle ich auf mein eigenes Dokument, das ich vorbereitet habe, ganz kurz. Es gibt hier im Head Angaben zum Zeichensatz, wie üblich, weil es nötig ist. Und Best Practice. Und hier wichtig in diesem Zusammenhang, es gibt den sogenannten Viewport Meta Tag. Das hat nicht mit der Media Query zu tun, aber es stellt sicher, dass eine Website auf einem Smartphone nicht skaliert wird, nicht gezoomt wird. Wenn das fehlt, dann sind Smartphone-Browser so eingestellt, dass sie die Website so weit verbreitern, dass ungefähr 900 bis 1000 Pixel Spaltenbreite gelten, so dass auch alte Websites in ihrer vollen Breite abgebildet werden können. Also alte Websites, damit meine ich Websites, die nicht für Smartphones optimiert sind. Das ist eine Einstellung, die verhindern soll, dass wichtige Informationen nicht wahrgenommen werden. Aber es hat den Nachteil, dass die Schriftgrößen
wahnsinnig klein werden und dass du als User in zoomen musst, um etwas genauer anzuschauen auf einer Website. Und das ist natürlich nicht so gut. Wenn eine Website optimiert ist für Smartphones, dann muss sie diesen Viewport-Meta-Tag enthalten und der verhindert diese Skalierung. Dann gibt es den Titel, der wird hier oben im Tab angezeigt und den Link auf Stylesheet. Und dann gibt es einen Header, der eine Überschrift enthält und einen Hauptteil mit einer weiteren Überschrift und zwei Absätzen. Also das ist das, was hier auf der rechten Seite gerendert wird. Und im Stylesheet gibt es nur Angaben für den Selektor Doppelpunkt Root. Das bedeutet, der unterste oder der Tag, der allen anderen übergeordnet ist. Wenn du ins Index.html gehst, ist das der HTML-Tag, mit dem beginnt das Dokument und mit dem endet das Dokument, das enthält alles. Und dafür wird eine Schriftgröße von 100% eingestellt und eine Zeilenhöhe von 1,4, das 1,4-fache der Schriftgröße. Diese 100%, die beziehen sich auf die Einstellungen der Software, das sind in der Regel 16 Pixel und 1,4 mal 16 Pixel, das gibt irgendetwas und das führt dann zu diesem Durchschuss. Jetzt kopiere ich, was ich vorhin mitgenommen habe, auf dem MDN-Artikel. Und das ist gar nicht das, ich greife hier vor, das ist dann das, was wir nachher machen. Das hier wollte ich. Ich habe heute eine etwas nervöse Maus, ich sollte vielleicht nur das Trackpad benutzen. So sieht das aus. Also eine Media Query, die beginnt immer mit einem Add-Zeichen und dann steht Media ohne Abstand hinter dem Add-Zeichen. Und dann wird gefragt, was ist das Medium? Sind wir auf einem Printer? Und dann öffnen sich geschweifte Klammern und dann folgen alle Regeln, die nur gelten sollen, wenn geprintet wird. Zum Beispiel könnte ich sagen, die Überschrift, die soll eine Schriftgröße von 18 Punkt haben und Absätze sollen eine Schriftgröße von 9 Punkt haben. Und das ist der einzige Ort, wo Angaben in Punkt Sinn machen in einem Stylesheet, nämlich dann, wenn es ums Printen geht. Und diese Regeln, die würden jetzt nur gelten, wenn die Website ausgedruckt wird. Ansonsten wird das, was hier steht, ignoriert. Das ist nützlich, weil du kannst zum Beispiel dann auch Elemente, die auf einer Website zwar notwendig sind für den Gebrauch am Bildschirm, zum Beispiel die Navigation, aber die für den Print nicht relevant sind, die könntest du hier ausblenden und du könntest sagen, Nav Display None zum Beispiel, wenn es denn das gäbe, gibt es hier nicht. Aber der allerwichtigste Punkt, den ich hier betonen möchte, ist, dass du beachten sollst, dass es hier viele geschweifte Klammern gibt. Also eine mehr als gewöhnlich. Die Media Query, die fragt nach einem Medium und dann öffnet sie eine geschweifte Klammer. Und dann kommen die Selektoren und die dazugehörigen Deklarationen, die Regeln. Und die haben auch geschweifte Klammern. Und nach der letzten Regel, die du hier hineinschreibst, musst du die geschweifte Klammer, die die Media Query betrifft, wieder schließen. Und wenn du das nicht tust, dann gilt die Media Query weiter bis ans Ende des Dokuments, oder ans Ende des Stylesheets. Und es werden dann vielleicht Regeln berücksichtigt, die du nicht erwartet hast. Also pass auf mit den geschweiften Klammern. Es gibt bei Media Queries eine mehr als sonst. Jetzt möchte ich aber nicht ein Stylesheet für einen Printer schreiben, sondern ich möchte wissen, wie breit mein Viewport ist. Und diese Angabe, eigentlich ist es eine Frage, eine Query,
die schreibe ich in Klammern. Und ich habe hier zwei Möglichkeiten. Ich kann fragen, was ist die Mindestbreite oder ist die Mindestbreite gegeben? Oder ich kann nach einer maximalen Breite fragen. Und das ist dann die Entscheidung, ob du Mobile First machst. Ich frage nach einer Mindestbreite, das heißt Min-Width, Minimum Breite, Doppelpunkt und dann ein Wert. Ich könnte in geviert fragen und Bezug auf die Schriftgröße nehmen und fragen, ja, sind wir schon breiter als 20 mal das Schriftgeviert? Oder ich könnte in Pixeln fragen, das ist das Übliche, weil du weißt, wie viele Pixel breit ein Smartphone ist. Und du weißt vielleicht, dass ein Smartphone selten breiter als 700 Pixel ist. Das ist so ein typischer Wert, wobei diese Werte natürlich mit jeder Smartphone-Generation wieder ein bisschen wachsen. Und dann folgen hier Angaben. Also ich frage, ist die Mindestbreite der Webseite oder des Viewports 700 Pixel, ja oder nein? Und wenn das Fenster im Moment 700 Pixel breit ist, der Viewport 700 Pixel oder mehr misst, dann soll eine bestimmte Regel gelten. Zum Beispiel soll die Farbe des Hintergrunds ändern. Das ist nicht besonders sinnvoll, aber es ist auf den ersten Blick sichtbar. Wenn ich jetzt hier breiter werde, dann müsste ab einer Breite von 700 Pixel die Farbe wechseln. Sie wechselt natürlich nicht, weil ich hier Nonsens angegeben habe. Das ist eine Farbe und jetzt wird es rot. Und wenn ich schmaler werde als 700 Pixel, dann wird es wieder weiß. Überprüfen kannst du die Breite zum Beispiel, indem du ein Bildschirmfoto machst. Bei Apple gibt es dann so ein Fadenkreuz und wenn du klickst und ziehst, dann kannst du damit messen. Jetzt ist es 670 Pixel breit, also noch 30 Pixel und dann wird es rot. Also die Farbe ist natürlich nicht besonders sinnvoll zu ändern. Etwas, was ich tun kann, ist, dass ich jetzt diese Regel für den Root-Selektor ändere und zum Beispiel sage, hier wollen wir ein x-faches von den Benutzern eingestellten Schriftgrößen, zum Beispiel das 1,5-fache. Und wenn ich dann auf 700 Pixel gehe, dann springt es auf eine höhere Schriftgröße. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich sage, der Header und der Hauptteil, die sollen eine bestimmte Breite nicht überschreiten und sage Max Width gleich 1000 Pixel. Also sobald der Viewport 700 Pixel breit ist, darf das noch wachsen, aber nicht weiter als 1000 Pixel. Dann soll es stehen bleiben und diese Elemente Header und Main, die sollen eingemittet werden. Das kann ich tun, indem ich sage, der Abstand nach unten und oben ist 0 und nach links und rechts wird es ausgeglichen. Das ist so ein typischer 0815 Handgriff. Und dann ab 700 Pixel wird es nicht mehr breiter und dann siehst du, dass hier die Spalte eingemittet wird. Also auch das ist nicht ideal. Jetzt die Schriftgröße ist natürlich immer noch zu klein und die Spalte ist zu breit oder die Zeile zu lang. Aber du siehst, dass die Website reagiert auf die Umgebung. Und natürlich ist es möglich, hier auch das Gegenteil zu fragen. Ich kann sagen, ist die maximale Breite von 700 Pixeln noch nicht erreicht? Das ist ein bisschen unintuitiv.
Machen wir den Hintergrund mal gelb. Und jetzt siehst du, dass die Elemente Header und Main gelb hinterlegt sind, wenn wir unter 700 Pixel sind, und wenn wir darüber gehen, dann nicht mehr. Also das gilt nur bis und mit 700 Pixeln. Übersetzt auf die Frage, sind wir auf einem Smartphone oder nicht, würde das heißen, wir schreiben alle Regeln, die Smartphones betreffen, zwischen diese geschweiften Klammern dieser Media Query. Und alles, was außerhalb wäre, würde für größere Bildschirme gelten. Das ist etwas, was ich nicht empfehlen würde. In der Praxis ist es meist so, dass es Sinn macht, zuerst das Minimum zu definieren oder zuerst kleinere Bildschirme zu bedienen. Du kannst in deinen DevTools einstellen, dass du die Seite in Dimensionen eines Smartphones oder eines iPads anschauen möchtest. Dafür gibt es diesen Button unten rechts bei mir, wo ein iPhone und ein iPad überlagert dargestellt werden. Wenn du das anklickst, dann schaltet hier die Größe um auf einen bestimmten Wert. Also ich meine auf Dimensionen, die du hier oben ablesen kannst. Bei mir sind es 375x776. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist das iPhone 8 bis 9. Es gibt hier auch einige Vorgaben, aus denen du auswählen kannst. Aber das hat natürlich auch ein bisschen hier jetzt damit zu tun, für welches Gerät du das schreibst. Vielleicht ist es dein eigenes, vielleicht ist es das Smartphone, das im Land, wo deine Website publiziert wird, oder dort, wo es konsumiert wird, besonders verbreitet ist. Das musst du dann gegebenenfalls recherchieren und du kannst das von Hand hier oben eingeben. Aber 375, das ist so eine gängige Breite bei kleineren Apple iPhones. Und DPR, das bezieht sich auf die Auflösung der Gerätepixel, also 375, das ist der umgerechnete Wert, die eigentliche Auflösung des Screens, die kann vielleicht noch feiner sein. Aber jetzt rein um die Schriftgröße einzustellen, ist das unerheblich, was hier eingestellt ist. Aber das ist natürlich nur eine Krücke hier, diese Vorschau, das erlaubt dir zu messen, ob die Zeilenbreite okay ist, wie viele Wörter auf die Zeile gehen. Aber es ersetzt natürlich nicht das Testen am eigentlichen Gerät. Ich schalte das mal wieder aus. Und was du natürlich auch tun kannst, ist in deinem Stylesheet eine Art Abstufung zu formulieren. Also du kannst mehrere solcher Regeln hintereinander einfügen. Muss ich hier aufpassen, das habe ich nicht schön kopiert. So. Also das passiert beim Copy-Pasten schnell, dass es hier nicht mehr stimmt mit den geschweiften Klammern. Also aufpassen. Und dann kannst du sagen, die Regeln bis zur ersten Media Query, die gelten für alles und vor allem für die kleinen. Und ab 700 Pixel gilt, was hier drin steht. Und hier werde ich einfachheitshalber noch einmal die Farbe ändern. Background Red. Und ab 1200 Pixeln vielleicht, oder sagen wir 1100, ich bin nicht ganz sicher, wie breit mein Bildschirm ist, da gelten neue Regeln und da wird vielleicht der Hintergrund blau. Also natürlich ist die Hintergrundfarbe hier nicht relevant, aber so kannst du testen, ob es funktioniert. Und welche Werte, dass du hier nimmst, also ob es 1100 oder 900 oder 1300 Pixel sind, das musst du ausprobieren. Da gibt es keine sicheren Werte. Das hat mit dem Layout deiner Website zu tun, das hat mit der Schrift und der Schriftgröße zu tun. Und da musst du probieren.
Also diese 700 Pixel, das ist ein relativ solider Wert. Vielleicht sind es auch 770. Da kommt es auch ein bisschen darauf an, wofür entwickelt wird. Aber alles, was nachher auf größeren Bildschirmen, auf Laptops und auf Desktop-Computern eingestellt werden muss, das musst du ausprobieren. Da gibt es nichts, was dir da hilft. Und du musst einen bestimmten Basiswert nehmen und schauen, okay, was passiert, nachdem wir vom Smartphone auf einen Laptop wechseln beispielsweise. Und dann musst du das so einstellen, dass es gut aussieht und dann an einem richtig großen Bildschirm mal das Fenster vergrößern und schauen, ab welchem Zeitpunkt es nicht mehr gut aussieht. Und das ist dann dein sogenannter Breakpoint. Also diese Werte hier, das ist das, was als Breakpoint bezeichnet wird. Okay, und jetzt kannst du versuchen, das für deine Website selber einzustellen. Viel Erfolg!